Servus Leute, der Keiner hier. Das ist das zweite Sun Vegas Pro Tutorial. Handelt über die Projekteinstellungen und über die Render-Settings, also wie ein Projekt rendert, also exportiert, anders gesagt. Gut, ich habe mir hier schon mal etwas vorbereitet. Das ist jetzt so ein kleines Projekt, was ich damals angefangen habe, nie zu Ende gebracht habe. Ja, wir gehen erstmal auf Videoeigenschaften des Projekts und können einstellen, was für eine Auflösung hier zum Beispiel unser Projekt hat. Ich habe als Breite 1082 und Höhe 27 Pixel. Bei der Field-Reihenfolge müsst ihr immer auf keine Progressive Scan gehen. Ansonsten kommen bei euch solche komischen Linien da auf dem Bildschirm. Und das sieht dann richtig scheiße aus. Also die Bilder überlappen sich und es entsteht so eine Art Ghosting, aber nicht ganz. Beim Pixel-Seitenverhältnis 1 zu Quadrat. Den Rest könnt ihr hier eigentlich bei mir kopieren. Als Framerate habe ich natürlich 30 Bilder in der Sekunde eingestellt, weil es natürlich ein Halo-Projekt ist und Halo, das Videospiel Halo, hat nicht mehr als 30 Bilder in der Sekunde. Beim Audio, ihr könnt es euch einfach kopieren, was ich hier drin habe, das ist eigentlich perfekt so. Und ja, Skala, Zusammenfassung, Audio-CD, diese drei Kategorien hier sind uns eigentlich Schnuppe. Dann können wir auch schon auf Übernehmen gehen und dann auf OK. Wenn ihr natürlich sagt, gut, diese Einstellungen, die ich jetzt hier eingerichtet habe, die möchte ich bei jedem Projekt, wenn ich ein neues Projekt starte, möchte ich diese eingestellt haben. Dann könnt ihr das Häkchen hier anmachen und dann ja, übernehmen und okay. So, jetzt möchte ich mir, sagen wir mal, ich will den Abschnitt hier gerendert haben. Dann markiere ich den, gehe ich oben links auf Datei, rendern als. Jetzt habe ich hier schon ein paar Einstellungen. Wir fangen natürlich von 0 an. Bei euch sollte es das dann anfangs so ausschauen. Und wir suchen als allererstes, suchen wir Sony RVC und dann was hier in der Klammer steht. Und dann scrollen wir ein bisschen runter und suchen Memory Stick SD NTSC Breitbild. Und ja, hier dann, keine Ahnung, 6256 Kilobits. Okay, das klicken wir an. Und dann auf Vorlage anpassen. Und hier können wir gleich AVC auswählen. Benutzer definiert, also Benutzer definierte Framegröße, da stellen wir unsere Auflösung ein, natürlich 1082 x 720 Pixel. Beim Profil gehen wir auf Hoch, das können wir hier lassen. Natürlich die FPS-Zahl, wie vorhin bei den Projekteinstellungen, auf 30 FPS. Bei Field-Reihenfolge hier keine Progressive auswählen, Pixel-Seitenverhältnis 1 zu Quadrat. Da könnt ihr bei der Bitrate könnt ihr einstellen, was für eine Qualität euer Projekt ganz am Ende hat, wenn ihr es exportiert habt. Ich nehme immer das hier, das ist das allerhöchste, was es gibt. Ihr könnt es natürlich noch höher einstellen, aber naja, ob es Sinn macht, keine Ahnung. Wenn ihr Let's Player seid und ziemlich viele Videos am Tag rausbringt, dann könnt ihr hier auch auf die 10 Millionen. Oder ihr könnt einfach halt hier irgendwie 14 Millionen draus machen, falls ihr etwas besser haben wollt. Beim Encodierungsmodus geht ihr auf nur mit CPU rendern. Wenn ihr es natürlich auch, wenn ihr eure GPU, also eure Grafikkarte einstellt, dann passiert es, dass das Projekt ganz am Ende, also euer Video, was ihr gerendert habt, dass es nicht so eine gute Qualität hat, als wenn ihr es nur mit eurem Prozessor rendert. Daher immer nur mit CPU rendern einstellen. Gehen wir zu den Audio-Settings. Da könnt ihr kopieren, was ich habe. Ist natürlich Stereo. Und hier, ich wähle jetzt mal 320 Kilobits aus, weil meine Audiospur hier, also mein Song, was ich hier in dem kleinen Edit verwende, das hat halt die Qualität. Bei dem System könnt ihr auf mp4-dateiformat.mp4 gehen. Und ganz zum Schluss bei den Projekten, Projekteinstellungen verwenden. Da verwendet ihr die gleichen Einstellungen, die ihr hier oben schon euch eingerichtet habt. Und ja, hier könnt ihr natürlich auch Projekteinstellungen verwenden. Und ja, wenn wir uns jetzt sagen, wir wollen nicht jedes Mal von vorne diese Render-Einstellungen uns einrichten, dann können wir hier oben bei Vorlage, können wir irgendwas eingeben, zum Beispiel Halo Settings. Und wir klicken einfach auf Vorlage speichern. Gut, ich habe natürlich hier schon etwas, das heißt Halo Settings. Ich gehe einfach mal auf Überschreiben, bei euch kommt es natürlich nicht. Und dann können wir auch auf OK gehen. So, jetzt ist bei uns hier Halo Settings steht bei uns da.
Wir haben auch die Möglichkeit, so ein Sternchen hinzuzufügen. Und wenn wir jetzt hier oben auf nur Favoriten anzeigen gehen, dann stehen nur die von uns, ja, favorisierten, also mit Sternchen versehenen Einstellungen. Dann klicken wir hier das an, also wir wählen es aus. Und ganz wichtig hier unten bei Renderoption nur Loop-Region rendern. Das heißt, ich habe ja mir hier diese Stelle markiert. Und nur die Stelle, die markiert ist, wird dann auch gerendert, wenn es hier bei euch eingehakt ist. Der Rest, der wird ausgelassen. Und wir können jetzt dann noch hier auf Durchsuchen gehen, können einstellen, also hier natürlich beim Computer oder so, wo wir es gerendert haben wollen. Gehen wir hier zum Beispiel, ja, das habe ich habe ja schon einen Namen. Und dann können wir auch auf Speichern gehen, weil ich das natürlich schon einmal mit dem gleichen Namen auf dem Desktop habe. Gehe ich auf Ersetzen, bei euch ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Und jetzt können wir auch auf Rendern gehen und natürlich überschreiben, weil ich es ja vorhin schon mal gesagt habe, ich habe es schon mal auf dem Desktop gerendert. Gehe ich auf Überschreiben. Und ja, jetzt hat rendert es. Ihr seht es auch hier ganz gut, prozentual angezeigt. Hier steht, wie viel Zeit euch noch verbleibt, so etwa, wie viel Zeit schon verstrichen ist. Geht doch eigentlich recht schnell bei mir. Und jetzt habt noch die drei Optionen. Einmal öffnen. Dann öffnet sich das Video, was ihr gerendert habt. Könnt es gleich anschauen. Oder ihr geht auf Ordner öffnen, dann öffnet ihr den Ordner, wo es drin gerendert worden ist. Oder ihr geht auf Schließen, so wie ich. Dann ja, schließe ich das kleine Anzeigefensterchen. Und wie man sieht, hier auf dem Desktop, ich habe das ja gerendert. Jetzt kann ich draufklicken und dann ja, funktioniert es einwandfrei. Das Video, was wir jetzt gerendert haben, hatte nicht die komplette Qualität. Also, wenn ihr jetzt halt sagt, ich möchte mein Projekt verlustfrei rendern, wieso auch immer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Video, was ihr gerendert habt, in ein anderes Programm einfügen wollt und es dort weiterverarbeiten wollt, zum Beispiel in Adobe After Effects, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ihr es verlustfrei rendert. Dann markiert es euch einfach, also euer Video, was ihr genau hier haben wollt, geht auf Rendern als. Und da habe ich hier schon eine Einstellung. Da müsst ihr auf Video für Windows.avi und dann wählt ihr euch hier das hier aus und dann geht ihr auf Vorlage anpassen. Und jetzt zeige ich euch, was ich da überhaupt eingestellt habe. Also wenn ihr auf Vorlage anpassen dann bei euch geht, stellt euch einfach das gleiche ein, was ich auch habe. Das ist einfach das Beste, was es gibt, glaube ich. Dann auch auf Audio stellt euch das einfach so ein, wie ich es hier habe. Bei Sample Rate kann man es nicht höher auswählen, das ist auch nicht schlimm. Und bei Projekt geht natürlich hier ja auf Optimal. Oder ihr geht auf die Projekteinstellung verwenden, aber Optimal ist natürlich empfehlenswerter. Und dann geht ihr auf OK und rendert es genau, wie ich es euch vorhin noch beim anderen Beispiel gezeigt habe. So, wir sind jetzt halt am Ende des Tutorials angelangt. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ihr wisst jetzt halt endlich, was für Kompositions- bzw. Rendereinstellungen ich immer verwende. Und genau, also als nächstes kommt dann das Video zu den Capture Cards, also der Elgato, HDPVR, Avid Media und so weiter. Und das kommt jetzt dann in den nächsten 1, 2 Tage. Also ich versuche die Tutorials schön zu quetschen, also nicht, dass die jetzt halt irgendwie mit Wochenabständen oder so kommen, weil das bringt halt natürlich auch nicht so viel. Also, man hört sich.